Ja, schönen guten Abend, Leute. Heute Abend will ich euch etwas ganz Besonderes präsentieren, und zwar aus Korea, von eBay bestellt, für 13 Euro inklusive Versand, die Steinheil Anti-Fingerprint Schutzfolie. Das ist so zwischen den Apple Insidern so die beste Schutzfolie für das iPhone Display. Ja, das ist für das Display, für das Front quasi. Habe ich von einem sehr, sehr guten Kollegen und Apple-Fan empfohlen bekommen, habe mir das Ding bestellt. Gibt es, wie gesagt, bei eBay. Einfach mal Steinheil eingeben, beziehungsweise Steinheil iPhone. Auf der Rückseite sieht man ganz gut, dass das Ganze aus mehreren Lagen besteht. Ja. Aus mehreren Lagen. Hier sind jetzt vier Stück abgebildet. Das ist einmal dieser Anti-Fingerprint, das heißt, hinterlässt keine Fingerabdrücke auf der Folie. Ja. Dann haben wir hier noch ein Enhancement PET Film Layer und unten drunter nochmal ein Silikon Adhesive Layer. Adhesive, was auch immer das heißt, ist auch egal. Und dann Release Films Layer. Also das ist wirklich sehr, sehr krass. Das sieht auch richtig krass aus. Ja. Was ist dabei? Wir haben hier einmal so einen Squeezer, wie beim Invisible Shield, um die Blasen quasi ja, wegzumachen. Wir haben zwei Folien. Die sehen so aus. Dann einmal ein Putzlappe, wie ich das jetzt mal hier spontan so nenne. So, entschuldigt, ich musste gerade mal schneiden. So, kommen wir zurück. Wie gesagt, wir haben hier, das hier ist die, ja, die Hülle um die richtige Hülle. Also da ist quasi die Schutzhülle drinnen. Davon sind zwei Stück dabei, 13 Euro bei eBay, habe ich gesagt. Hier ist das Zubehör. Hier habe ich das iPhone, natürlich jetzt hier im Originalzustand, mehr oder weniger. Machen wir das Ganze ein bisschen, ja, staubfaserfrei. Ne? Es ist sehr, sehr schwer, weil im Raum staubt es natürlich auch in der Luft und dann kommt immer wieder irgendwas drauf. Aber jetzt müsste das gehen. Ja. Sieht sehr, sehr schön aus, ist schön sauber. So, jetzt haben wir hier dieses grüne Band, sage ich mal. So, machen wir das mal zur Hälfte ab. Und dann können wir auf jeden Fall das Ganze schon mal positionieren. Das muss natürlich jetzt hier alles wie die Faust aufs Auge passen. Ja. Das war schon mal nicht der Fall. Zum Glück ist das Ganze relativ stabil und lässt sich somit relativ leicht auftragen. Das ist ein bisschen schräg. Nochmal neu. Also man kann wirklich mehrere Male ansetzen. Muss man auch, weil das Ganze wirklich perfekt sitzen muss. Auch von den Seitenabständen her muss das Ganze perfekt sitzen. So, der zweite Versuch, das Ganze ordentlich drauf zu bringen. Ich habe jetzt mal, ich fange jetzt mal unten an, ja, weil der Button ist eigentlich das Wichtigste, dass der Button wirklich auch gerade drauf ist. Und das ist eigentlich das Schwierigste an dieser blöden Schutzhülle. Das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. So, das Ganze erfordert wie immer ein bisschen Geduld. Das ist jetzt mein dritter Anlauf. Die Folie ist mir schon mal dreckig geworden. Da musste ich das Ganze erst wieder putzen. So, und jetzt schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Das ist alles sehr, sehr schwer. Man muss sehr, sehr viel Fingergespitzengefühl da mitbringen. Nichts für schwache Nerven. Das kann ich euch schon mal prophezeien. So, das war's. It's done. Also es sind ein paar kleine, ja, wie soll ich sagen, ein paar kleine Staubkörner unten drunter geraten. Ich versuche das jetzt mal hier ordentlich zu zeigen. Dazu verschiebe ich mal die Kamera rüber. Gehe mal auf den Zoom-Modus und guck mal, ob man das wirklich in dem Licht sieht. Ah, hier sieht man es eigentlich ganz gut. Ein paar sind drunter, was natürlich jetzt im Licht sehr, sehr extrem aussieht. Ich habe fast keine Luftanschlüsse, zwei Stück. Hier unten, das müsste man eigentlich auch noch wegkriegen. Ich zeige euch das Ganze mal ohne Licht. Man sieht wirklich gar nichts. Ist wunderbar. Und das Besondere an der Hülle, beziehungsweise an der Hülle ist ja falsch gesagt, das Besondere an der Folie, dass man keine Fingerabdrücke sieht. Ja. Das heißt, man kann hier, hoppala, jetzt datsche ich natürlich rum, man kann hier rumdatschen und man sieht einfach keine Fingerabdrücke. Das ist unglaublich. Wenn man das sauber macht, es ändert sich nichts. Das ist einfach sehr, sehr
Geil gemacht. Ja. Es ist eine raue, es ist nicht ganz durchsichtig, aber fürs iPhone perfekt geeignet. Ja. Wenn man wenn man von den kleinen Fusseln und den zwei Luftanschlüssen, die ich habe, die ich eventuell sogar noch rausbekomme, mal absieht, ist das Ganze sehr, sehr geil. Das ist kein Vergleich zu der alten Hülle. Das ist jetzt hier meine alte, die bei dem Case dabei war, was ich euch schon im Video gezeigt habe. War auch sehr gut, kommt man auch mit hin. Aber die hier wirklich ohne Fingerabdrücke, das ist wirklich was sehr, sehr Besonderes. Und ich denke, deswegen ist diese Steinhai-Hülle auch, beziehungsweise dieses Steinhai-Fingerprint-Folie auch so beliebt. Gibt auf jeden Fall von mir auch eine 1, ja, für 12 Euro inklusive Versand. Der Versand dauert 1,5 Wochen von Korea hierher. Und dann läuft das Ganze sehr, sehr geil. Von der Handbarkeit her, sag ich mal, wie man damit umgehen muss, wie man das Ganze aufbringen muss, ist es auf jeden Fall leichter als mit dem Invisible Shield. Es ist trotzdem nicht super leicht, also für Grobmotoriker ist es relativ schwer, aber wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann kann das Ganze auch wunderbar aussehen und das Besondere ohne Fingerabdrücke. So, ich habe jetzt meine Hülle wieder dran gemacht und will euch das Ganze jetzt hier nochmal zeigen. Klar, die Frage ist auch, wie lässt sich das Ganze bedienen mit der Steinheil, mit der durchsichtigen Hülle, ja. Mit der Anti-Fingerprint-Hülle, ja, wenn man das so schön nennt. Oh, guck mal, jetzt schreibt mir gerade der Blood King eine Nachricht. Ja, du bist jetzt zufällig in meinem Video. Wie gesagt, das lässt sich super bedienen. Es sind gar keine Einschränkungen von der Touch-Fähigkeit vom Handy. Und es ist einfach wirklich ein super Produkt. Kann ich nur empfehlen. Ich denke, ich habe jetzt auch genug davon erzählt. 12 Euro bei eBay. Googelt mal nach Steinheil Fingerprint oder nach Steinheil iPhone. Viel Spaß, macht's gut. Tschüss.